So, da gibt es ein Upgrade-Video. Mal wieder. Momentan gibt es echt einige. Ich habe den Schmuck übrigens auf plus 20 gemacht. Das heißt, ich kann ganz anderen Schrottes verkaufen. Diese Super Moonstones, 2500. Wobei, vielleicht brauche ich noch ein STR-Set? Will ich ein STR-Set? Brauche ich das STR-Set? Ich meine, normalerweise hätte ich mir für die Gilde eins gemacht. Also für GW meine ich jetzt. Das Ding ist halt nur so. Ich meine, die GW-Gegner, die wir halt aktuell, oder das halt in den letzten 2, 3, 4 Wochen halt irgendwie hatten. Ja, 2, 3 Wochen. War im Prinzip halt nur Weltenbummler. Und es ist halt eine komplette PvE-Gilde. Und hat auch noch mit relativ vielen Newbies. Ich glaube, die haben gerade mal B erreicht, glaube ich, vor kurzem noch Endzieher, jetzt haben die gerade mal B erreicht. Ich meine, ich bin jetzt ja schon beim Endgame-Equipment. Das heißt, ich meine, realistisch gesehen, die werden halt ja überhaupt nicht hinterherkommen. Also, ja. Auf jeden Fall, deswegen glaube ich, ein STR-Equipment ist nicht unbedingt nötig. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich muss mal schauen. Vielleicht habe ich Bock drauf oder so. Okay. Jetzt will ich erstmal dieses Set hier upgraden. An der Stelle nochmal ein ganz, 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 ganz dickes Danke an Schwib, die mir es wirklich schon im Voraus gegeben hat. Das ist wirklich, das ist super, super, super nett. Ich habe ihnen ein Crackshooter-Set versprochen, wenn ich eins drop. Und das kriegt sie auch, sobald ich halt eins drop. Ist natürlich, ja, unsicher in Anführungsstrichen. Ob und wann ich eins drop, weil ich meine, kann ja keiner vorhersagen. Aber trotzdem schon mal muss ich wirklich sagen, es ist super, super, super nett. Finde ich mega toll, finde ich mega cool. Ich meine, im Prinzip war es viel zu viel. Ich wollte eigentlich erst ablehnen, habe dann so gedacht, verdammt, ich habe aktuell nicht mein Geld. Normalerweise hätte ich halt einfach, keine Ahnung, 200 Pärchen geben oder so dafür. Ich weiß es nicht, was das Ding wert ist. 200, glaube ich, sind schon okay. Klar, ich meine, Gildenpreis macht ein bisschen weniger, aber. Ich meine, wie oft wird so ein Set verkauft? Bisher habe ich kein einziges gesehen. Ich meine, die Season geht jetzt seit 5,5 Wochen. Nee, 9,5 Wochen sogar schon. Und gut, klar, am Anfang wird es natürlich nicht gefarmt und so. Ich weiß, aber ich habe bisher kein einziges gesehen in den Shops. Und ich denke mal, dieses Ding ist sowas von ultra selten. Das ist auch wirklich, bei allem Anstand, glaube ich, wäre es halt auch echt ein bisschen dumm, das einfach abzulehnen, weil. Die Chance, eins zu kriegen, ist halt null. Wirklich quasi null. Und naja, so ist es eben. Alter, der Gearscore, Alter. Hohoho. Ja, ich freue mich auch, dann kann ich endlich mal die anderen Dungeon farmen und so. Und es ist einfach insgesamt super. Ich meine, noch ein bisschen mehr Attack, ein bisschen mehr von allem, das ist dann einfach perfekt dann. Okay, jetzt brauchen wir erstmal kurz von City of Gods, brauchen wir noch ein paar mehr von diesen Dingern. Ich weiß, ich habe nicht viele, das ist ganz, ganz ungut, aber naja. Ich habe übrigens eine Lightning Card 10, 12, 10%. Und nicht gut, ich meine 7% Karten habe ich sowieso genug, aber auf alle Fälle kann ich hier halt dann zumindest eine reinglatschen und ja, mal schauen. Okay, jetzt brauchen wir unseren Exchange. Das Ding hier. Oh Gott, Pierin. Macht mich fertig. Okay, genau. Dann kann man das Ding halt einfach ganz normal upgraden oder so, scheinbar. Genau, also ich weiß nicht, ob ich jetzt das Ganze zeigen will. Oder will ich es zeigen? Keine Ahnung. Ach nee, was brauche ich fast gerade? Schauen wir gleich. S-Protect wahrscheinlich, oder? Ja, S-Protect, okay. Mal schauen, ob die Chance genauso hoch ist. Wie normal. 1122, was bringt es aktuell? 1188. Okay, wir haben es überschritten. Damit schon mehr quasi. Ja, das ist ziemlich, ziemlich gut. 1243. 1276. Okay, damit können wir auf alle Fälle auf den Gearscore, um den neuen Dungeon zu betreten. Also den Endgame-Dungeon. Neu ist er nicht. Neu ist er für mich. Cave King. Ach stimmt, da gibt es eh noch eine besseren Ketten. Und vor allem gibt es Ulti-Cards. Und gibt es den Saxa Legendary Dragoner. Ja, dann habe ich sowieso. Dann habe ich es durchgespielt im Prinzip. Fuck, dann habe ich schon durchgespielt. Ich meine, ich muss halt noch. Ich will noch Erweckungen machen. Richtig gute Erweckungen hier auf alle Teile. Vielleicht sogar noch den zweiten Golden Dragon Axe, wobei ich mir nicht ganz sicher bin dabei. Ja, halt einmal die ganzen Rekorde halt durchbrechen da. Bin ich
eh gut dabei. Ich meine, ich brauche halt hier noch einen Damage-Rekord, der ist wichtig. Ein PvP-Rekord ist noch wichtig. Ich weiß übrigens nicht, wie manche Spiele diese Rekorde erreichen. Manchmal, es klingt teilweise schon echt ein bisschen nach Scam oder nach gepusht oder so, ich weiß es nicht. Also, dieser Rekord von Chimbay, der steht seit, keine Ahnung, kurz nach Season-Start. Woche 2, 3 oder 4 oder so hat er diesen Rekord aufgestellt. Ich komme auf 57, 58k Attack und er konnte maximal Endzünder oder B-Waffen haben. Also irgendwas stimmte nicht. Irgendwas passte hinten und vorne nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist auf alle Fälle eine der Sachen, die mich gerade aktuell schon ziemlich stören irgendwie. Also ich werde das definitiv knacken, den Rekord, logisch. Aber irgendwas ist hier auf alle Fälle faul und ich weiß nicht, was es ist. Was haben wir, Sockel Ulti Upgrade? Na, okay. Weil es kann ja nicht sein. Also ich meine, du kannst mit diesen anderen Waffen unmöglich diesen Rekord erreichen. Das geht nicht. Es ist wirklich wortwörtlich unmöglich. Du kannst auch keine 565% Crit-Schaden erreichen. Es geht nicht. Du hast die Waffen nicht dazu. Und deswegen. Ja, ich habe Daniel schon ein bisschen angesprochen drauf. Der hat da nicht wirklich großartig drauf reagiert. Ja, ich weiß es nicht. Also es klingt halt wirklich, also entweder halt irgendein GM-Char, vielleicht auch irgendein Test-Char, wo die dann nicht geklärt haben oder so. Also jetzt in Form von, die haben ja damals noch bei Season-Start getestet und haben dann vergessen, es zurückzusetzen und so. Kann sein, halte ich aber auch für unrealistisch. Aber irgendwas haut da nicht hin. Vor allem, also, nein. Definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, 400% Speed, ist das überhaupt machbar? Das klingt halt irgendwie auch so unrealistisch. Also das Ding ist, was haben wir hier, 918 STA. Ich meine, gut, STA erreichst du ein bisschen schneller und leichter, aber weiß nicht. Lee Sin kenne ich auch nicht, keine Ahnung. Kam aus dem Nichts und hat jetzt irgendwie zwei Rekorde aufgestellt. Gut, kann sein, weiß ich nicht. Spielt vielleicht einfach aktiver oder so. 1234 STA, schon ziemlich viel. Aber gut, fair enough. Also kann das sein. Und mir fällt wieder alles. Ich glaube, ich mache die Aufnahme aus, dann klappt es auch. 2% Chance auf plus 10 normalerweise. Läuft wirklich wieder einwandfrei. Toll. Naja, danke fürs Zuschauen. Ich hab den Rest und erwecken. Erwecken mache ich auch auf Screen, glaube ich. Weil ich will halt richtig gute Awakes und es dauert einfach wirklich ewig. Also es dauert 5 bis 10 oder 15.000 Awakes, also Tries für meine Awakes, die ich hier wahrscheinlich brauchen werde. Deswegen, das kann ich ja nicht aufnehmen, da sterbt er ja irgendwie oder so. Genau.